Rot, rot, rot. Wir haben ganz viele rote Blumen. Also wenn wir irgendwann mal was mit Rot machen möchten, haben wir auf jeden Fall Blumen da. Alles rot, 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 rot. Auch alles rote Blumen nur, ne? Das Blaube, das sind, glaube ich, so Blaubeeren. Genau, das sind Blaubeeren. Hallo Ina. Rot, 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 alles rot. Es wird doch irgendwo eine blaue Blume zu finden sein. Oder eben diese Blue Delphinium. Warum auch immer die nicht noch nicht übersetzt wurde. Oder heißt die wirklich so? Ist das eine echte Blume, die so heißt? Bin ja kein Botaniker. Ich habe da ja keine Ahnung von. Ich bin ja dumm. Rot, 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 alles nur rot. Aua. Guck mal, da hinten auf dem Hügel, vielleicht ist da irgendwo. Irgendwo wird doch eine blaue Blume zu finden sein. Weil Kaktus haben wir auf jeden Fall genug, das sollte kein Problem sein. Also brauchen wir eine blaue Blume oder Blue Delphinium. Blue Delphinium. Der ganz geschmeidig, ja, fast geschmeidig hochlaufen. Da ist lila, lila, lila. Da ist eine rote Kuh, okay. Lila, lila. Lila, 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 lila. Da haben wir die ganze Map geladen. 20 GB im Arbeitsspeicher. Läuft. Da ist Wüste da hinten, da wird keine Blume wachsen. Was ist dahinter noch? Wahrscheinlich auch nicht. Wahrscheinlich bin ich schon an einer vorbeigelaufen. Ihr habt das alles schon gesehen, dass da einer war. Ich glaube, da hinten, da ist. Jetzt da gerade. Da hinten schon mal das Blau, ne? Ach nö, jetzt wird's Nacht. Warum muss es denn jetzt Nacht werden? Oh, eine blaue Geranie. Chup, machen wir mal drei. Und dann wieso hab ich die Map nicht geladen? Moment, ich lade mal eben die Mod. So, da bin ich wieder da. Timer ist natürlich jetzt wieder zurück, jetzt auf 0 und oben in der Ecke, da ist irgendwas. Can non-existent default Desert Stone, okay. Heißt der nicht so? Ich muss, glaube ich, meine Poles Mod nochmal anpassen, aber dafür haben wir jetzt Grow. Pass mal auf hier. So, ich glaube, ich zeig's einfach mal, beziehungsweise wir bauen uns mal ein. Das ist so ein Anbautisch. Und wir brauchen zusätzlich zum Anbautisch eine Pflanzlampe. Hier oben irgendein Zaun, warum auch immer er jetzt dieses komische, den Pol benutzt als Zaun, ich weiß es nicht. Wir brauchen einen Zaun, wir brauchen zweimal davon, das haben wir, und dann kriegen wir drei von denen. Und wenn wir das bauen, kriegen wir einen von denen, das ist aber nicht schlimm, da brauchen wir auch drei von, dann machen wir nämlich drei. Und dann kann man sich Blumen mitzüchten. Das ist total cool. Es ist auch eigentlich ja, also eigentlich ist die Mod fertig. Ich glaube, sie ist noch nicht so wirklich balanced. Wobei, ich glaube, viel balancen kann man da nicht. Weil die eigentlich schon so ist, dass sie relativ fair ist, die Mod. Also hier, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 9. Dann brauchen wir einen beliebigen Fans.
Können wir uns auch schon mal holen und dann brauchen wir tun wir die Keys. Wir brauchen rohen Clay, weil wir... Ah, guck mal, wir haben sogar rohen Clay, weil wir den brennen müssen. Wir brauchen ein paar mehr davon. Wir holen das gleich noch ein bisschen Clay. Ne, wir haben 12, 16 und konnte man die nicht zusammenstecken wieder zu irgendwas? Oder das war wieder diese Sackgassenscheiße, ne? Ich glaube, das ging ja nicht. Doch, so, ein. Immerhin. Das war's dann aber auch schon. Ich glaube, die kann man auch verarbeiten. Dann machen wir hier nämlich auch nochmal eben kurz. Nee, da braucht man dann wieder zwei von. Ja, gut, da kommen dann lassen wir das. Den können wir ja schon mal mitnehmen hier, dann haben wir schon mal einen davon und dann, upsala, und dann holen wir uns mal eben noch ein bisschen Clay hinten irgendwo aus dem Wasser. Oh, dann nutzen wir die Zeit ja mal richtig intensiv heute. Als ob. Aber wir wissen jetzt, da hinten wären auf jeden Fall Blumen und ich will jetzt aber nicht die ganze Natur irgendwie abholzen, deswegen habe ich extra mir irgendwann diese Motten mal geschrieben und ich glaube, sie ist eigentlich fertig, aber sie ist einfach noch nicht veröffentlicht, weil ist so. Dann würde ich sagen, ist das jetzt unser Playtest von dieser Mod. Ich hoffe, sie funktioniert und sie stürzt nicht ab. Das wäre ärgerlich. Was auch ärgerlich ist, dass der Timer, der jetzt zurückgesetzt ist, aber ich sehe den anderen Timer, also wir sind 2 Stunden 41 jetzt aktuell dabei. 3 Uhr nachts, Alter. 3 Uhr nachts. Yay. Da ist ein Dungeon gewesen, genau. Hier mal gucken, ob wir hier irgendwo noch Clay finden. Da ist noch Clay. Müsste aber eigentlich schon reichen sogar. Das ist ja relativ effektiv, effizient, was da aus dem Jahrhundert da haben wir auf jeden Fall genug von. Dann ballern wir die mal in den Ofen. Junge, geballert! So. Brennt auch zum Glück relativ schnell. Wir brauchen 4 davon, glaube ich, immer, ne? Ich glaube, das waren immer 4. 4... Genau. Noch 2. Ja. Ja, wenn das Inventar nicht voll wäre. Weg, weg, weg. So. Da haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen was, was wir benutzen können. So, dann brauchen wir das hier unten, dann brauchen wir das hier oben. Und oben drüber kommt Erde. Ja, wir wollen ja 3 Stück machen gleich. So. Dann haben wir nämlich schon mal unseren Pflanztisch und mit dem kann man jetzt, ich hoffe die Mod funktioniert, wenn man damit nämlich... Ja, ich glaube, man muss den platzieren und anklicken. Ich glaube, so hatte ich das eingestellt. Gucken wir gleich mal. Ja, wir nehmen das mal mit. Passt schon, passt schon. Danke schon. 100 sind voll. Na, ein bisschen. 20. Mal eben das hier in den rohen Kies hier unten mit dazu. Rohen Kies, rohen Lehm. Junge! Und wir nehmen das mal so mit. So. Kurz mal rüber gesprungen, 2 Meter irgendwie. Passt schon. So. Holzfäller aus. Man kann sie in den Keller stellen. Es gibt ja zu der Mod zusätzlich noch Lampen dazu.
Aber ich fände es ehrlich gesagt schön, wenn wir sie draußen irgendwo hinstellen. Dann können sie hier drunter. Die Baumfarm, das soll ja eh alles anders werden. Wir müssen sie irgendwo hinstellen, weil die Lampen sich verbinden mit dem, was dahinter ist. Aber wir gucken mal. Nee, ich glaube, die hängen von oben. Die Lampen hängen von oben. Das müsste eigentlich hier auch gehen, an der Seitenwand. Hm. Ah, wohin damit? Wohin damit? Hier hinter? Ah, hier ist auch eine Fensterbank, ne? Das kommt davon, wenn man seine Hose so kurz auf knapp baut. Und drinnen will ich es auch nicht machen. Wir machen das draußen. Ja, komm. Gucken wir, was hier hinter ist. Und dann schauen wir mal. Die Farm verschwindet ja sowieso. Oder wir machen es hier. Hier wäre ja eigentlich auch noch wieder so. Oder wir lassen es einfach. So. Und wenn man dann Rechtsklick macht, sieht man nämlich, was man bauen muss, damit es funktioniert. Ja? Also oben drüber kommt die Lampe. Dann ein Freilassen. Dann den Pflanztisch und darunter eine Kiste. Und diese Kombination sorgt eben dafür, dass man das dann benutzen kann. Das heißt, wir gehen hier tatsächlich noch eins tiefer. Was ist hier hinter? Da ist nichts, ne? Ach scheiße, da ist der Ofen hinter. Verdammt. Verdammt! Scheiß Ofen, Junge! Wobei, man könnte ja so eine kleine, leicht geschützte Nische hier bauen. Also sinnvoll oder Planung ist ja sowieso, hier eben noch ein Ziffer zu gehen, damit die Baumfarm, die verschwindet eh nach da hinten. Damit wir einmal rund ums Haus kommen. Das heißt, ich mache jetzt hier erstmal Lücke. Ja, guck mal, hier ist die Technik hinter. Das heißt, hier wäre dann zu. Da kann man ja so einen kleinen, keine Ahnung, irgendwas hinbauen, dass das eben zu ist. Wir lassen es jetzt erstmal zu. Nicht, dass der Technik da irgendwas passieren würde, aber damit da nichts reinfällt. So. Da kann man ja so einen kleinen Schuppen noch hinterbauen. Ne? Und dann passt das auch wieder mit den Pflanztischen. Eigentlich würden die natürlich schön irgendwie eins über der Erde stehen. Ja, in dem Fall tun sie es halt nicht. Sondern verschwinden halt. Also sie würden dann hier um die Ecke aber eben so stehen und dann die Lampen, die kommen dann an die Decke festgemacht, weil die müssen halt eins drüber sein. So, dann holen wir uns den wieder weg. Erde haben wir noch. Wir brauchen noch Kartoffeln. So. Und Rühr. So, 2, 3. 1, 2, 3. So. Junge. Scheiße. Ja. 1, 2, 3. Zack, zack. Zack, zack. Oh, also ein zu viel gemacht. Egal. Machen wir 4. So, wie gesagt. Truhen. Wir brauchen noch Truhen, sonst wird das nichts. Ja. Wo war denn der einsame verlassene Holz? War das hier noch irgendwo drin? Hier ist das noch drin. So, wir brauchen eine Truhe, 2 Truhen, 3 Truhen, 4 Truhen. Bei jeder Pflanztisch braucht seine eigene Truhe. Und da kann auch keine verbundene Truhe genutzt werden. Es muss wirklich eine einzelne Truhe genutzt werden. Pro Pflanztisch halt eben eine. Ja.
erstmal in die Truhe, da kommt dann gleich noch ein bisschen was rein. So, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3. Na, wir lassen 3. Wir tun einfach einen irgendwie weg. So, 1, 2. Wenn man genau hinguckt, die verbinden sich so ein ganz kleines bisschen optisch. Und eigentlich wäre halt hier eben Lauffläche. Und der Vorteil ist, man kommt trotzdem per Rechtsklick einfach, weil es noch nicht fertig ist. Ne? Es fehlt noch die Pflanzenlampe. Aber man kommt per Rechtsklick trotzdem an die Truhe dran. Und Anleitung steht auch da noch irgendwie, ne? Dass wir uns vorbereiten. Ja, der verschwindet. Aber da oben, da wo der Infotext steht, steht halt eben auch nochmal drin, dass man eben kurz ein bisschen Momentchen warten muss. Wenn der Text bleibt, rechtsklicken. Und wenn es funktioniert, wird er halt aktiviert quasi. Ja, aber jetzt in dem Fall, es fehlt noch die Pflanzenlampe. Das heißt, die müssen wir auch noch bauen. Und dann kommen wir nämlich auch an diese Truhen, die hier drunter stehen, per Rechtsklick einfach dran. Das ist ein ganz guter Trick. Und hier kommt dann eben, wie gesagt, der Schuppen hin. Und die Pflanzenlampen, die hängen dann hier oben an der Decke. Das passt ganz gut. Ja, hier, die müssen halt eins drüber sein. So, das bedeutet, wir brauchen ein bisschen Material. Weil, wie gesagt, Pflanzenlampe, wir brauchen Zaun, wir brauchen eine Fackel, wir brauchen hier ein Glas und wir brauchen eben die Eisendinger, da gucken wir dann gleich mal. So, wir brauchen Fackel, ich kenne das in eigenen Motten nicht, ne? Zaun, Glas und ja, das Eisen haben wir auch von. Zack, zack. Idiot. Eilen. Glas. Fackel. Zaun. Zaun. Fackel. Glas. Eilen. Aber gut, dass die Mod noch nicht veröffentlicht ist. Plantlamp. Kein Platz im Inventar. So. So. Und so. Jetzt machen wir Folgendes. Das. Klötert es doch schon wieder, ich höre das doch. Ja, ich kümmere mich gleich um dich, keine Sorge. Wieso stehst du auf meinem Kopf? Auf meinem Kopf kannst du mir sowieso keinen Schaden machen. So, und ich passe zunächst meine Mod an, dass auch das Craften von den Dingern hier funktioniert. So, und die werden jetzt einfach hier drüber gehängt. Auch die, wenn man genau hinguckt, verbinden sich so ein kleines bisschen, genauso wie das hier unten. Und wenn man jetzt im Rechtsklick macht, kommt man an die Kiste dran. Und in die Kiste muss man ein bisschen was reinschmeißen. Zuerst müssen wir gucken, dass wir aus den Dingern hier... wie hatte ich das noch gemacht? Ich glaube, ich hatte einen Stock dazu gelegt. Na, man muss ja irgendwas dazu nehmen, weil wenn du es nur reinschmeißt, kriegst du ja nicht den Samen, sondern da kriegst du ja einfach irgendwie...
Na, wir brauchen ja hier mit blauer Geranie. Ach, wir brauchen 4 davon. 4 unten und einen Stock. Natürlich eine zu wenig, ne? Hat der Idiot eine zu wenig geholt. So, 4 davon. Dann brauchen wir ein Stöckelchen. Eine Minimiste. So. Und ein hiervon. Und da kriegen wir 8 Stück von raus. Das heißt, wir kriegen aus 4 Blumen, kriegen wir 8 Blumen letztendlich. Dadurch sind auch Blumen nach kurzer Zeit völlig wertlos. Weil wir ja eigentlich eine Farm uns einfach anlegen können, in die dann halt die Blume reinkommt. Und dann machen wir uns so viele Blumen, wie wir brauchen. Allerdings, damit die Blumen wachsen, man sieht's, Wasserfüllstand 0%. Das heißt, wir müssen erstmal einen Eimer Wasser reintun. Ja, und dann sollte er eigentlich Aktualisierung alle 60 Sekunden, wenn wir da jetzt ein Momentchen warten, irgendwann tauscht er, dann zieht er sich das Wasser. Und wir tun den. Wir tun die Samen rein, das muss man eigentlich nur abwarten. Eine Pflanzenlampe sorgt dafür, dass immer schön genug Licht da ist. Und irgendwann füllt sich dann das, Wasser. Und ziehbare Blumen. Man braucht eine gewisse Anzahl an Wasser, und man braucht nicht alles irgendwie, sondern der Eimer wird halt geleert. Und dann hat der Wasserfüllstand 100%. Und ab dem Moment, wo dann eben das losgeht und die Blumen dann, siehst du, da ist die Blume da. Ab dem Moment wird dann halt der Wasserfüllstand, der Eimer ist jetzt leer. Und das Wasser ist jetzt drin. Das heißt, wir haben 58% Wasserzustand. Jetzt können wir nämlich gucken, haben wir genug Platz im Inventar? Ja, wir machen hier mal. Nehmen wir uns die Blume hier einfach weg. Müssen abwarten. Es sind ja Samen drin. Und einmal pro Minute irgendwann, innerhalb von einer Minute, wächst halt eine Blume. Ja, das kann man dann mit... beim ersten Mal muss man halt ein Momentchen warten, weil natürlich das Wasser erst gefüllt werden muss. Ja, und wie gesagt, einmal pro Minute wächst halt irgendwann eine Blume. Nicht alle 60 Sekunden, sondern irgendwann innerhalb von 60 Sekunden wächst einmal eine Blume. Oder habe ich das umgestellt, dass der nur noch alle 60 Sekunden tatsächlich wächst? Ich weiß es nicht mehr. Hier müssen wir... Da ist die nächste Blume. So sparen wir uns, dass die Landschaft verschandelt wird. Guck mal, hier ist... Das ist irgendwie jetzt in der Wand so ein bisschen drin. Man sieht es auch hier vorne. Es steht so ein kleines bisschen über. Also eigentlich stehen die idealerweise irgendwo frei. Und an der Wand, naja gut, dann stehen sie halt so an der Wand und dann ist das halt so. Ja, die verbinden sich so optisch so ein bisschen oben, die Dinger verbinden sich auch optisch so ein bisschen. Die hängen halt einfach an der Decke und das hängt halt hier. Und man sieht auch, Wasserstand ist jetzt nur 96%. Das heißt, wir können 48 Blumen noch irgendwie ziehen. Mit einmal Wasser kriegt man halt 50 Blumen. Ne? Das ist vorausgesetzt, man hat die Samen dafür. Aber die Samen kann man sich craften, wenn man 4 Blumen hat. Deswegen ist... das Verhältnis, ne, man macht 4 Blumen irgendwie mit einem Stock irgendwie ins Inventar, in das Crafting Grid rein und dadurch kriegt man halt einmal 4 Samen. Ne, kriegt man 8 Samen und mit den 8 Samen kriegt man einmal seine 4 Blumen zurück und kriegt zusätzlich noch irgendwie 4 neue Blumen. Ja, und wenn wir gleich dann mal gucken, dass wir können schon mal Wasser holen, dann können die anderen ja schon mal auffüllen. Ja. Also auch wenn natürlich abwarten, bis dann hier der Füllstand sich geändert hat und dann ist das Wasser ja in dem Ding drin und dann siehst du hier 5 sind es nur noch jetzt, wir kriegen hier noch 5 Blumen raus und wir können eben 47 Blumen ziehen noch. Klein Momentchen warten.
Ah, das ist die nächste Blume. Das heißt, wir können schon mal Samen machen. So. Dann mal den nächsten Samen. Das geht halt mit allen Standardblumen. So, guck mal hier, das ist das, was Sie meinen. Wasserfisch schon 100%, ziehbare Blumen 50. So. Und wie du siehst, man kann hier auch komplett einfach alles voll machen. Ne? Also wenn man ganz, ganz viele Samen hat, kann man hier ganz viele Samen reintun. Und ja, wie gesagt, für jede 50 Samen braucht man halt einen Eimer Wasser. Da kann man sich ja ausrechnen, wie viel Samen man reintut, wie viel Wasser man braucht. Und das kann man hier alles reinfüllen. Und das Ding zieht sich halt automatisch das, was es braucht. Ne? Wenn Wasser leer ist, wird Wasser automatisch nachgefüllt. Und er geht, glaube ich, nach der Reihenfolge, wie es drin ist, oder nach dem Alphabet oder sowas. Das ist auch nicht so ganz dramatisch. Also er geht dann halt einfach irgendwann danach. Oh, da ist die nächste. Ich glaube, ich habe es tatsächlich irgendwie eingestellt, dass einmal pro Minute das ausgeführt wird. Ich sollte es vielleicht umstellen. Wieso habe ich denn da immer noch vier von? Werden die nicht abgedingst? Guck mal, die werden nicht abgedingst. Oder bin ich besoffen und hab Creative Mode an? Oh Junge, das wäre natürlich peinlich. Nee, ich hab nicht Creative Mode an. Das kann ja gar nicht sein. Nee. Wieso bleiben die im... Ach, weil die eine On-Place-Funktion haben, glaube ich, ja. Ja. Also eigentlich sollten die natürlich nicht im Inventar bleiben. Das heißt, ich schmeiß die mal weg. War gut, dass die Mod noch nicht veröffentlicht ist, ne? Das ist ja also wirklich. So. Zack. Deckel drauf. Ja. Also da muss ich nochmal gucken. Da sollte natürlich dann, wenn die geplaced werden, einer aus dem Inventar verschwinden. Und es sollte auf jeden Fall nicht einmal pro Minute passieren, sondern es sollte random innerhalb von einer Minute einmal passieren. Also das ist eigentlich so die Idee dahinter. So. Warum habe ich die Samen eigentlich jetzt hier reingetan? Also das ist eigentlich... Na gut, okay, wir kriegen dann mehr pro Dings. Na gut, so. Gucken wir da auch noch rein, dann füllen wir den auch noch eben einmal mit dem Wassereimer auf. Zack. Zack. Ja. Ja, es ist tatsächlich eingestellt, dass er einmal alle 60 Sekunden das abbaut. Das muss automatisch einmal pro Minute, also irgendwann pro Minute passieren. So. Den auch noch weg. Deswegen hatte ich, glaube ich, auch vier, weil ich einen geplaced und wieder abgebaut habe und der einfach nicht verschwunden ist aus dem Inventar. Egal, kommt mit in die Müllkiste. Und tschüss. Und tschüss. Und... Ja, den wollen wir gleich einfärben, ne? So, blauen Farbstoff und grünen Farbstoff, da gucken wir gleich nach dem Kaktus. Das Steinschwert, sag ich das Eisen... Doch, Steinschwert. Ich habe tatsächlich ein Steinschwert gemacht. Das Steinschwert brauchen wir auch nicht mehr. So, Herrenhaus. Danke. So.